Hier lang, hier lang, hier lang. Lirum, Larum, Levelstil und so. Ach, einen super Schutz gefunden. Wusste ich doch, dass der Bereich hier nicht umsonst da ist. Ei. Was denkst du, welche Pokémon passen zu einem Friedhof? Vielleicht hilft ein Kampf bei der Entscheidung? Ja, Geist-Pokémon natürlich. So Nebulak, Alpolo, Gengar. Traunfugil, Traunmagil. Sowas halt. Waffwaff, nee, das passt absolut nicht. Ach du Heilige. Wow. So ein hässliches Viech, ey. Ich finde ja schon das Standard-Quaffaff hässlich, aber das? Das schlägt ihm fast hier gerade den Boden aus. Ja, Moment. Oh, was? Komm schon. Ja, das Feldkleid, das verringert ja physische Schäden, ne? Ja. Aua. Mach doch nicht sowas. Today's note. Nee, nee, Benne. Nee, nee. Komm. Jetzt aber. Top-Genesung, natürlich. Oh, du Mistkröte. Dann nutze ich jetzt aber auch einen Trank. Blöde Kuh. Oh. Und jetzt auch noch einen guten Schlag, ja? Nee, 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 hier, so. Windschnitt, dann. Und jetzt mal bitte flinchen. War doch Windschnitt, der flinchen kann, oder? Ah, nee, hohe Crit-Chance. Okay. Dann darfst du gerne kritten. Auch gut. Danke. Mit Ansage. Passt doch. Ich dachte, nee, das, stimmt, das war Luftschnitt, der flinchen kann. Windschnitt, naja. Ah, das klingt alles so ähnlich. Klingt alles ähnlich und ja. Durelei, ja. Dann bleiben wir mal draußen, komm. Ein Giftstreich und das Viech ist weg. Zack. Oh, doch nicht, Mensch. Aber den Bitterkuss werden wir ab. Mit unserem Konzentrator. So. Okay, Giftzahn, endlich. Yes. Giftstreich war 70, ne? Ja. Verzichte ich auf den Biss? Nee. Puh. Ich glaube, ich verzichte tatsächlich auf den Flügelschlag. Giftzahn kann halt ganz praktisch werden. Jetzt am Ende doch wieder Geister-Pokémon. Ach, das ist nicht besonders originell. Tja, ich sag mal so. Auf dem Friedhof kein Geister, fertig. Auf jeden Fall kein Quaffwaff. Hallo Paragon. Schön dich hier zu sehen und so. Also bestimmt ist das schön. Giftzahn. Probieren wir gleich mal unsere neue Attacke aus. Naja, ist okay. Hat halt nur eine 50er Stärke, ne? Also ist schwächer als der Giftstreich. Das war mir bewusst. Ein Finsterball, jo. Den nehmen wir mit. Ups, eigentlich wollte ich nicht runterspringen, aber gut. Muss ich halt einen langen Weg laufen, darf ja aber nicht nochmal durchs Gras durch. Hat beides so seine Vorteile und Nachteile. Ui, fast in sie reingerannt.
Oh, hier mein Supertrank und dann wollen wir das Ganze mal bitte sortieren, ey. Danke, und zwar alles. Danke. Danke. So. Oh, schon besser. Ja, wobei, den machen wir mal alphabetisch. Sehr gut. Dann findet man da auch ein bisschen was. Punky erinnere, hört sich da recht abschreckend an. Findest du nicht auch? Ja, bitte nenn mich einfach Punky. Punky. Wie der Pinky, der kleine Finger. Ja. Oder der... die Laborratte. Ich hab das vorderste Pokémon schon wieder nicht getauscht, ne? Nee. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Okay, X-Bot, du darfst also nochmal. Ah. Level 27. Zu hoch. Levelmäßig viel zu hoch. Naja. Was soll's. Dann ist es so. Und ich sag mal, so viel schlechter ist der Spezialangriff jetzt für den X-Bot auch nicht. Da macht auch nichts, dass ich den Windschnitt für den Flügelschlag oder statt des Flügelschlags behalten habe. Das passt schon. Das passt schon. Junge, jetzt von der zu abweisenden Sorte. Mist. Wollte ich gerade so Menno und Mist miteinander kombinieren? Dann Minst draus geworden. Naja. Team Skull. Ihr gebt jetzt auf der Stelle das gestohlene Pokémon zurück. Na los. Jetzt komm uns doch nicht zum jetzt komm uns doch hier nicht mit sowas, Mann. Red mal Klartext mit denen, damit sie es checken. Wir verhökern die Pokémon ja nicht zum Spaß. Schließlich müssen wir von was leben, kapiert. Aber bitte, wenn ihr es unbedingt zurückhaben wollt, dann nehmt es uns doch im Kampf ab. Ärmel hochgekrempelt und ran an den Feind. Das würde nun unsere werte Präsidentin sagen. Dem recht, Herr Regionalleiter. Schließlich mache ich immer die ganze Arbeit. Aber ich bin nun mal die letzte Bastion der Aether Foundation. Und als solche kann ich mich wohl schlecht in den erstbesten Kampf stürzen, oder? Hey, du da. Du kommst gerade recht. Ich überlasse dir die Ehre, die Schergen von Team Skull zu verjagen. Aha. Na, bist du bereit für diesen Fight? Ich wurde ja schon bereit geboren. Ja, ja. Hey, ich hab X-Bot immer noch vorne. Immer noch. Wow. Ich bin so gut. Ich bin so fucking gut. Oh boy. Naja. Rattika! Zeig mal, was du kannst, X-Bot. Zeig's dem Rattika. Wobei. Da freut sich eigentlich Krabox auch drüber. Da freut sich auch Krabox drüber. Warum also nicht? Jo. Das war jetzt nicht so effektiv, ne? Okay, das schon umso mehr. Das aber auch. Zack, pum. Ja, da hast du verkackt. Ich glaube, ich spinne, yo. Bist du zu stark oder ich zu schwach? Die Wahrheit tut jedenfalls weh, Mann. Solle Pokémon brauchen wir eh nicht. Nimm's und gib gefälligst Ruhe. Ciao. Yo, hau ab. Haut ab. Sehr gut. Was für eine Erleichterung. Ich danke dir. Du bist doch auf Inselwanderschaft, oder? Jedenfalls bist du ein großartiger Trainer.
Ich bin wirklich schwer beeindruckt. Ich würde dir gerne etwas Großartiges zeigen. Aber bestehe erst einmal Akalas große Prüfung. Dann werde ich dich vom Hanohano-Resort aus an einen unglaublich tollen Ort führen. Du hast uns aus der Patsche geholfen. Ich danke dir ganz herzlich für alles. Was für ein Glück, dass du gerade vorbeigekommen bist. Viel Erfolg bei deiner Inselwanderschaft. Toll, davon kann ich mir jetzt auch was kaufen. Erstmal mit einer sinnvollen Belohnung. Irgendwie, keine Ahnung, ein Meisterball oder sowas. Das wäre doch was Cooles. Mal mehr als ein Meisterball pro Spiel. Naja. Da ist ein Angler. Oh, da ist ein TM. Doch, ist ja eine TM. Was macht die denn hier? Blutsauger. Nice. Okay. Das ist tatsächlich ganz nice. Moment. Halt, stopp. Expert, du lernst mal bitte Blutsauger. Statt. Ja, komm, scheiß drauf. Scheiß auf den Giftzahn. Ja, schwer vergiftet. Bäh. Egal. Heilung. Heilung und starke Attacke. So. Und endlich mal X-Bot wieder von der Spitze weg. So. Hey, na. Denkst du kannst angeln? Wirf deine Angel aus. Denkst du kannst kämpfen? Kämpf gegen mich. Okay, ich kämpf gegen dich. Kein Ding. Fürs Angeln bin ich zu ungeduldig. Aber kämpfen kann ich. Du Sardin. Der war gut, Mann. Der war echt gut. Okay. Ja, Fischschwarm. Bäm. Ein Schwarm, du Sardin. Mensch. Rasierblatt. Oh, Wasserring? Das ist ja doof. Warum machst du sowas? Warum heilst du dich denn, hä? Bin ich jetzt nicht so toll. Okay, nach dem Bodycheck solltest du aber... Oh, das ist unter 25%? War das nicht unter 50? Dass der Fischschwamm sich auflöst? Oh, na gut. Dann eben nicht. Dann ist das eben erst jetzt, dass es passiert. What? Warum hat das jetzt nochmal so viel Schaden gemacht? Wow, war das andere eine Minroll? Ich kotzen. Mann, mein Fubeiler. Och nö. Ist doch voll uncool. Okay. Packen wir mal kurz Evoli nach vorne. Damit es endlich mal ein paar Erfahrungspunkte bekommt. Bin mir nur noch nicht ganz sicher, was ich das wirklich entwickle. Ah nee, doch klar. Ich wollte doch ein Nachtara draus machen. Doof. Ich doofe Nuss. Guten Morgen, kurz gesagt, moin. Nein, moin heißt nicht guten Morgen. Alter. Alter. Ich komme nicht aus dem Norden, nicht? Tue ich nicht. Aber selbst ich weiß, dass moin nicht für guten Morgen steht. Moin ist eine allgemeine Begrüßung. Von euch heißen. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Vollkommen egal. Aber moin steht nicht für guten Morgen. Denn guten Morgen ist guten Morgen und nicht moin. Was steht hier? Alter. Ja gut, Der Schlag. Aua. Mach ich Heck. Brauch ich mal. Brauch ich mal ganz dringend.
ist einer, der ist doof. Na, 20er Stärke, naja, immerhin ein bisschen stärker. Komm, das schaffst du. Das schaffst du. Zeig ihn uns. Dein Super Wasser Tornado. Reicht das, bitte? Ja, danke. Okay. Hui. Okay. Verloren, kurz gesagt. Mist. Ja gut, das akzeptiere ich. Wobei Mist nicht immer ich habe verloren heißt, aber wollen wir mal nicht so sein. Sind wir mal nicht päpstlicher als der Papst. Du bist also die, von der Claudia erzählt hat. Für mich siehst du aus wie ein ganz gewöhnliches Mädchen. Ich bin Fran. Haltet Team Skull zusammen. Ich bin doch so etwas wie die große Schwester für alle. Wie du weißt, sind die alle nicht unbedingt die hellsten. Aber gerade das ist es, was sie so liebenswert macht. Verstehst du, was ich meine? Und du ärgerst meine süßen Geschwister. Also muss ich dir mein Ende setzen. Na toll. Stimmt ja, da war ja noch was. Die kommt ja auch noch. Das könnte kacke werden. Golbert. Gut. Gut. Nicht gut. Shit. Ja, du bist doch nur Wasser, ne? Ja. Vielleicht überleben wir das und können dann heilen. Vielleicht? Nee. Okay. Zu viel gewollt. Da wollte ich zu viel. Okay, X-Bot. Komm, kümmer du dich mal drum. Bis. Weiß zu. What? So ein Riesenunterschied. Was zum Teufel? Freaking Konfuschrei. Komm, geh schnell. Bitte. Mist. Nicht gut. Nicht gut. Alter. Ah, nur weil ich Fran vergessen habe. Das hätte mir nicht passieren dürfen. Komm, jetzt ein Crit, bitte. Mann! Wobei, hätte wahrscheinlich nicht gereicht. Und jetzt Verwirrung weg. Ah, Mist. Natürlich. Tschüss, Expert. Ach, Mann. Kacke. Yay. Oh, moin Kuru! Es geht, Alter! Es geht! Schmeiß den Toppel. Nee, ich schmeiß nicht. Ich schmeiß doch nicht mehr Toppel lieber. Hier, Marikek. Mal kurz wiederbeleben. Oh boy. Ich hab den Kampf gegen Fran vergessen. Boy, war ich im Kampf in Sonne und Mond? Ich glaube, da hat sie sich nur vorgestellt und ist dann abgehauen. Oder so.
Ja, bei mir, man sieht's ja. Weniger als mir lieb ist. Oh boy, aber Evoli kriegt gut Erfahrung. Und dadurch gut Levelups. Ist, ja. Ist, lernen wir. Statt, Rückenschlag. Nee, statt Sandverbindung. Nutze ich ihn nicht. Sternschauer. Können wir auch machen. Den anstatt Rückenschlag. Ist ja auch verreckt, Kuh. Naja. Wäre ich wenigstens nicht der Einzige. Aber. Das ist nur ein scheiß Mollung. Flug wird uns nicht killen. Aber dieser Super Wassertornado wird das Mollung killen. dann sah dein Team fast so aus wie meins. Ich hatte ein halbtotes Maricake, ich hatte ein quasi totes Krabox, ein Level 16 Evoli, oder war es da noch 15, weiß ich nicht, und ein volles X-Bad, ja.